erste Gegner, bevor wir gegen den. Herzlich willkommen zurück zu Oceanhorn, Leute. Mittlerweile sind wir bei Part 20 und immer noch auf der Himmelsinsel. Heute wollen wir die Höhle erkunden. Und da wartet auch wieder der Gegner auf uns vom letzten Part. Ansonsten ist es hier relativ leer. Hier ist schon wieder die erste Abzweigung. Ach, die Flugviecher schon wieder. Aber ich habe beide auf einmal erwischt. Geil. Sehr geil. Oh, 7 Münzen, die lasse ich mir nicht entgehen. Und hier sind 10 Bomben. Okay. Na, erwischt. So. Wie weit ist der nächste Level entfernt? Oh, 500 Kristalle. Das ist schon noch ein Stück. Sogar 600 halt, verrechnet. Mhm. Irgendwelche Gerätschaften. Da kann ich was heben. Und auf der Karte ist auch eine Truhe verzeichnet, die hier aber noch nicht zu sehen ist. Mhm. Können wir hier was sprengen? Nein. Ich muss also hiermit irgendwas machen. nö. Ja, dann doch nicht. Ich dachte, ich muss das Teil in der Mitte irgendwo hinsetzen. Das ist ein Fernrohr, so wie es aussieht. Dann hat es bestimmt was mit der Statue zu tun. Ich jag hier einfach mal alles in die Luft. So. Ah ja, tatsächlich. Und da ist auch der Schlüssel für die Tür. Sehr gut. So, op, die Ratte habe ich gar nicht gesehen. Auf dem Boden. Ach, da sind noch. Ah, jetzt hängt die Ratte an mir dran. Okay, die lassen hier richtig viele Münzen fallen, die leichten Gegner. Habe ich nichts gegen einzuwenden, muss ich sagen. So, was ist hier? Ja, die Höhle ist auch ganz schön groß. Okay, das nächste Rätsel. Tja, irgendwas mit dem vierten Block wird es hier zu tun haben. Erstmal gucken, ob wir da sprengen können. Ja. Das war jetzt zu offensichtlich. Was der Hebel hier macht. Da fährt da was hoch, okay. Für was? Ah, ich verstehe es, okay. Ich will hier unten gar nicht hin, eigentlich. Sondern. Ich will hier rüber. Da ist nix. Ja, okay. So, genau. Bin schon neugierig, ob da unten noch was ist. Ah, da kann ich gar nicht hin, okay. Dann hat sich das erledigt. So. Mistvieh.
Oh, da steht jemand. Hat natürlich war extra abgewartet, bis der Gegner tot ist. Right here. Yes, yes, this is the place. You see the machinery up there, up the stairs? Throw your bomb right there. Okay, der Typ, der sah echt nicht so vertrauenserweckend aus. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Die Halskette deiner Mutter ist verschwunden. Ach. Das war ja klar. Das ist schon das zweite Mal, dass das Ding verschwindet, also... Der Typ passt da echt nicht so gut drauf auf. Naja, dann haben wir jetzt wieder was zu tun. Nachdem jetzt die Tür aufgegangen ist zu dem Großkern. Dann würde ich sagen, wenn wir den Typen finden, dann hauen wir ihn mal ordentlich aufs Maul. Weil der kann ja nicht unser Bling-Bling hier stehlen. Das geht ja wohl nicht. Tja, aber... Hier geht's dann raus, okay. Und hier ist... Nichts mehr. Okay. Nee, wirklich nichts. Da rennt er rein. Schnell hinterher würde ich sagen, aber hier ist erstmal noch so ein Dödel. Schnell platt gemacht, aber ich brauche jetzt wieder Bomben. War das jetzt hier? Ne, Sturm zur Flucht. Hier war es, oder? Kurz mal noch alles mitnehmen. Okay. Bin ich jetzt blöd? Oder war das hier irgendwo unten links? Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich mit diesem Großmeister Ludwig reden soll zuerst, aber wenn die hier alle nichts anderes zu sagen haben, dann gehe ich einfach mal zurück. Ja, da seht ihr mal wieder, wie orientierungslos ich hier bin. Mit dem kämpfe ich jetzt nicht. Hier ist er, oder? Der Großkern. Scheiße, auch nicht. Ah, warte mal, da kann ich gleich eine Aufgabe erledigen, wenn der Vogel hier schon rumrennt. Ich soll doch noch einen Gegner mit einem Laserstrahl töten. Komm, 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 komm. Ja. Wir haben ihn fast. Komm, komm, komm. Komm, Vögelchen. Ich will mein Achievement. Ich will mein Achievement. Ja. Noch ein Treffer. Und? Yeah. 100 Kristalle. Und wir sind Vorreiter. Was? Haben wir so viele Kristalle gesammelt in der Höhle? Ah, da war ja noch ein Achievement, ne? So. Was gibt's denn dafür? Du bist ein Vorreiter und kannst ab sofort bis zu 20 Pfeile gleichzeitig tragen. Deine Gegenstände wurden aufgefüllt. Ja, ist okay. Bomben wären mir lieber gewesen. Die benutze ich lieber, habt ihr ja schon gesehen. Habe ich auf die Zielscheibe schon mal geschossen? Ja, anscheinend schon. Da oben ist nochmal eine Truhe. Gut. Und dann sind wir hier im Großkern. Achievements gibt es hier keine mehr. Willkommen im Großkern. Du betrittst nun die größte aller arkadischen Errungenschaften. Dieses Megabauwerk ist eine Kommunikationszentrale, eine Energiequelle und das Gehirn, das das Wachstum und den Wohlstand unseres Königreichs ermöglicht. Königreichs ermöglichte. Hier ist der Großkern selbst mit den entlegensten Orten von Gaia verbunden. Mal Text, Wartungssektor, Lagerbereich. Dann gehen wir mal zum Lagerbereich, weil da gerade eine Truhe verzeichnet ist. Da locken sie mich dahin mit 10 Bomben, okay. Sehr gut. Da muss ich mir wohl erst eine Brücke bauen.
Nee, beziehungsweise muss ich gar nicht. Ich habe ja die Grabenstiefel. So leicht lasse ich mich von dem Spiel hier verarschen. Ups. Das ist zu weit entfernt. So ist besser. Nein. Ein bisschen näher vielleicht noch. Jetzt. Ja, geht. So. Lagerbereich, okay. Uah. Okay, da war nichts drin. Das war ein dummer Fehler, das zu machen. Aber das Herz habe ich noch gut gekriegt. Der Gegner war ziemlich easy und dann geht es hier nach unten. Ist das jetzt hier sozusagen der dritte Dungeon oder noch ein neuer Zwischendungeon? Hier ist ein kleines Rätsel. Ups, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Da komme ich dann bestimmt nachher zurück. Und hier war ich. Ne, hier kam ich nicht her, halt. Einmal schnell das, die Kugel platt machen. So. Okay. Ah, wir können nicht hinterher. Aber den Bock werden wir wahrscheinlich gleich brauchen, wenn wir durch die Tür gegangen sind. So, lass mich raten, die Blöcke müssen alle auf die speziell markierten Felder hier. Scheint nicht so schwer zu sein. Der lässt sich nicht nach links schieben. Nach oben vielleicht? Auch nicht. Aber der lässt sich überhaupt nicht verschieben. Okay. Ja, dann nehmen wir noch einfach den. Mir jetzt egal, wenn der nicht will. Mit der Kiste hier. Ja, ich spreng die immer, aber es ist wirklich nie was drin. Dann werde ich es halt lassen in Zukunft. Ah, gerade überlegt, warum ich den Block brauche, weil die blauen Schalter muss man ja nicht ständig gedrückt halten, aber jetzt macht es Sinn. Und lass mich raten, hier ist bestimmt ein Schlüssel drin. Mhm. Dann können wir jetzt wieder zurück. Und hier war da noch sonst gar nichts. Hinten ist noch was. Na, da komme ich nicht hin. Ne, hier ist auch kein anderer Weg sonst. Gut. Dann ist das eher optional, so wie es aussieht. Also wieder zurück in den anderen Bereich. Mal hier hingucken. Aha, ein Blutstein. Auf der Karte sind da zwei orange Punkte verzeichnet. Ich bin mal gespannt, was da ist. Ja, erstmal hier hoch. Ah, da geht's dann weiter nach oben. Nee, dann gehe ich doch noch hier unten gucken. Ach so, da geht's gar nicht rüber. Ah, dann gehe ich hier lang. Ich habe das Schloss gar nicht gesehen irgendwie. Ich dachte, man muss da das Rätsel irgendwie lösen, damit die Tür aufgeht. Schnell den Typen hier umbringen. Oh. Ich muss das einfach mit Bomben machen, die durchschlagen die Panzerung von dem. Sonst blockt er mit dem Schild die ganze Zeit. Das war doch gut. Sieht aus wie so ein Wagen, kann ich damit fahren? Das muss doch irgendeinen Sinn haben, das Teil. Könnt ihr mir noch nicht erzählen. Da drüben ist wieder so ein Lasertyp.
Da unten ist. Aha, wie eine Bosstür. Also scheint es ein Dungeon zu sein. Jetzt gucke ich mir kurz mal an, was das hier ist. Ausstellungsraum. Den gucke ich mir noch an. Da oben ist was. Muss das Auge da reinfeuern? Ich probier's mal. Komme ich ja mit den Grabenstiefeln jetzt leicht hin. Zum Glück haben wir die auch. Ach. Ja, ihr seht, wie leicht ich da hinkomme. Na, warum springt denn der Dödel nicht? Jetzt. Och, Mensch. Jetzt muss ich mich da auch noch beeilen, dass der Typ nicht seinen Laser da lang feuert. Und die Typen sind auch wieder respawned. Das ist schon ein bisschen nervig. Ah, für die Grabenstiefel brauchen wir ja auch Ausdauer zum Hüpfen. Dann regeneriere ich die mal schnell. Und farm hier noch ein bisschen nebenbei. Die nächste Stufe braucht übrigens knapp 1000 Kristalle. Das ist ordentlich. Ach Mensch, hör doch mal auf. Jetzt hüpft der Trottel natürlich wieder nicht. Rollt immer nur. Oh, das ist nervig. Bin ich zu blöd dafür oder? Ich muss näher am Abgrund stehen wahrscheinlich. Oh, hätte man das nicht besser machen können. Habe ich wieder keine Ausdauer mehr. Ich renne jetzt mal wirklich bis ganz an den Rand. Dann geht's. So, schießt deinen Laser. Sehr gut. Oh, mein Schild hilft dagegen gar nicht. Ah, wenn es hier übrigens ein Dungeon ist, Ausstellungsraum ist hier, dann gibt es hier auch ein Item, ne? Wow, da geht's tief runter, wie ihr seht. Sieht cool aus. Gefällt mir gut. Dann würde mich mal echt interessieren, was hier das Item ist, aber. Der senkt die Blöcke ab. Willkommen im Ausstellungsraum. Im Raum zu deiner Rechten findest du den Schild des Kronos, ein historisches Artefakt. Achte bitte auf deine Umgebung. Die Sicherung im Ausstellungsraum ist extrem hoch. Schild des Kronos, von dem haben wir schon gehört. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den jetzt hier kriegen. Aber macht natürlich Sinn. Vielleicht kann ich dann auch endlich besser die Laserstrahlen blocken. Es ist nur die Frage, wie ich da hochkomme. Da kann ich mit den Grabenstiefeln rüberhüpfen. Und hier. Wie gesagt, im Raum zu meiner Rechten. Wofür ist das Schloss überhaupt da? Ach, das öffnet das Gitter da oben. Mhm. Dann werde ich erstmal hier lang gehen. So, die Blöcke muss ich hochfahren. Dann nehme ich mal einen Zauber dazu. Da brauche ich meinen Zauber nicht dazu nehmen. Ja, dann. Ah, da kann ich nicht runter. Hä? Muss doch irgendwo ein Schalter sein. Komisch. Ah! Hat aber nichts gebracht. Komisch.
Dann machen wir das einfach so. Oder auch nicht. Okay, dann will ich den Block hier drüben hochfahren. Aber von da oben natürlich aus, dass ich darüber hüpfen kann. Von hier. Da komme ich gerade noch so ran. Ach. Oh Mann. Schon echt nervig, finde ich. So, erstmal hier rüber. Hoch mit dir. So. Vielleicht gibt es hier noch was für mich. Nee, nicht auf Zeit. Ich gucke mich erstmal um hier, bevor ich weitergehe. Da geht's dann zurück. An die Truhe komme ich mit dem. Nee, ein Sprung reicht dafür nicht aus. Aber hier reicht er. Ich hole mir erstmal den Blutstein und die Truhe da drüben. Hm? Ah, okay, hat sich nicht so gelohnt. So, das will ich sorgfältig jetzt erstmal planen. Ich habe natürlich nicht genug Mana, klar. Also, ich will darüber springen. Ah, das kann ich in einem Wisch machen, doch. Ich hoffe, dass meine Ausdauer ausreicht. Ich habe ja jetzt auch ein Upgrade bekommen. Och. Das ist so schlecht. Habe ich natürlich auch kein Mana mehr. Manchmal ist das Spiel schon ein bisschen nervig. Also wieder raus und zurück. Und da ist natürlich der Idiot. Hau doch mal ab mit deinem blöden Laser. Dreh dich mal weiter. Wie ein Stalker. Hau ab jetzt, verdammt. Das Mana muss jetzt ausreichen. Vielleicht hat sich unten auch wieder ein bisschen was aufgefüllt. Ich hoffe, dass der Schild wirklich die Laserstrahlen blockiert oder vielleicht auch zurückspiegelt, dass der Gegner sie dann kassiert. Das wäre so angenehm. Bin ich jetzt blöd? Entschuldigung. Ach, ich hätte hier noch hochfahren müssen. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Nee, Moment mal. Was? Also Moment mal. Ich muss die zwei Hebel in der Zwischenzeit nochmal schlagen, damit ich da überhaupt rüberkomme. Das ist ja... Ui, Entschuldigung. Ach du Scheiße. Also ich renne da hoch. Von da oben runter. Dann hau ich den Hebel. Renn hier hoch. Renn hier rüber und spring rüber.
Aber um da überhaupt erstmal hochzukommen jetzt, ich muss mal kurz testen, ob ich das mit dem Bogen aktivieren kann. Nein. Vielleicht mit dem Zauber noch, das könnte ich mir vorstellen. Nein, nein, nein. Okay, das ist ziemlich blöd. Ich muss runterrennen, beide Schalter schlagen. Und dann wieder hoch. Weil die sind ja nie alle gleichzeitig aktiviert. So, wenn ich die jetzt so lasse, kann ich springen und komme aber nur bis hierhin. Dann muss ich den schnell runterfahren. Und den schnell hochfahren. Und den wieder hochfahren. Oh, das schaffe ich doch gar nicht in der Zeit. Oder? Au, was ist denn der Scheiß? Ich würde mich gern... Jawohl. Das geht schon mal, das ist gut. Ja, ich probiere es einfach ein bisschen. Ich zeige euch dann den Part, wo die Lösung ist. Also die Stelle, wo die Lösung ist. Ihr braucht meinen ganzen Fels nicht zu sehen. Das sehen wir dann aber im nächsten Teil. Und wie gesagt, ich melde mich dann mit der Lösung wieder. Bis dahin, macht's gut.